Moin und willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute zu Gast Martin Bauer, Gründer und CEO von SportsFitz. Habe ich vorher noch nicht gehört, vor dieser Aufnahme. Ich habe den Martin getroffen live während der K5. Da gab es so Podcast-Mobile, da konnte man Podcasts aufnehmen. Und hat er mir ein bisschen über sein Geschäftsmodell erzählt. SportsFitz ist in der Nische angesiedelt, in der zum Beispiel auch Bergzeit und Bergfreunde unterwegs sind. Und eigentlich dürfte man ja nach der Stimmung im E-Commerce niemanden empfehlen, jetzt gerade so einen Onlinehandel aufzubauen. Martin hat es trotzdem gemacht, ist da mit 20 Millionen Euro Umsatz, 50 Mitarbeitern, 50% Wachstum und auch Wachstumsplanung zum nächsten Jahr extrem erfolgreich. Die verdienen sogar Geld und hat mich wirklich sehr überrascht, weil das, was die machen, ist kein Hexenwerk, sondern ist einfach nur gut ausgeführter Handel. Kein fancy Frontend, keine fancy Technologie, stinknormaler, in Anführungsstrichen, Online-Shop, aber immer das richtige Sortiment, gute Verfügbarkeit, guter Service, gute Produktbeschreibung, wie er das macht, wie gut das skalierbar ist, warum er Geld verdient im Gegensatz zu vielen anderen, warum er gegen den Markt so stark wächst. Das erklärt er im Podcast und das hat mir ein bisschen Hoffnung gemacht, nachdem ja die ein oder andere Diskussion, der ein oder andere Vortrag natürlich ein bisschen düster war auf der K5. Einige Thesen, wie zum Beispiel Zalando wird das neue Karstadt ohne Rolltreppen, sind natürlich gut durch die Räume gegeistert, wer auch immer das erzählt hat. Und aber es gibt Hoffnung und es gibt einfach gut gemachte Geschäftsmodelle und ich glaube, eins davon hat Martin. Ich habe mir überlegt, für wen könnte das denn eigentlich ein cooler Fit sein? Müsste das jemand kaufen? Kann das ein großer Online-Händler kaufen? Wahrscheinlich nicht, aber wenn jemand ein starkes Operations-Team sucht, die verstehen, wie Online-Handel funktioniert, ist wahrscheinlich ein SportsFitz aus Bayern eine gute Gelegenheit. Also war sehr, sehr cool. Man kann eine ganze Menge lernen und was ich dabei gelernt habe, das könnt ihr euch jetzt anhören. Viel Spaß dabei. Martin, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast hier live. Na, nicht live ist ja gar nicht, aber wir nehmen auf der K5 auf in einem Roadsurfer-Bus. Das kann man hier in dem Video sehen, diejenigen, die bei YouTube dazu gucken. Hinter uns sozusagen ist der Gang der vielen K5-Gäste. Fangen wir da mal damit an. Martin, erster Eindruck von der K5? Mega toll. Für mich ist es die erste K5 und ich war super nervös. Ich durfte gleich auf der Future Retail Stage sprechen mit dem Sven und es war absolut beeindruckend. Auch das Motto Into the Black, die aktuelle Situation des E-Commerce, so packend, so fangend in einem Intro, das ja schon cineastisch hier aufbereitet wurde. Also richtig, richtig stark. Und Black Into, was bedeutet das? Into the Black. Ja. Bedeutet, soweit ich Sven verstanden habe, eben ins Ungewisse, in den Ozean, weil einfach viele Unternehmen momentan vor Herausforderungen gestellt sind, die ihnen unbekannt sind, die ihnen neu sind und sich die Situation eben so rasant zum Negativen gewendet hat. Und die Situation zum Negativen gewendet, das gilt ja nicht für SportsFitz. Erzähl doch mal ein bisschen was in deinem Unternehmen. Ja, okay. Also zum einen ist es so, wir sind natürlich auch relativ jung und haben hier quasi vor diesen Wellenbewegungen unsere Brand gestartet. Die Brand ist relativ jung. Das Unternehmen ist eigentlich schon alt. Wir sind ein alt eingesessenes Online- und IT-Unternehmen. Das ist auch das, was ich heute auf der Stage betont habe. Einfach hier SportsFitz. Ich habe hier den kurzen Joke gemacht. Just another Sportfachhändler, weil der Gedanke eben bei vielen in den Köpfen ist. Wir wissen ja, was mit der Sportartikelbranche momentan passiert, gerade im Online-Bereich. Und da ist es verwunderlich, das hat auch Sven verwundert, dass hier ein neuer Player überhaupt dazugekommen ist in den Markt, der eigentlich als gesättigt galt, der auch margenschwach ist und in dem es wahnsinnig schwer ist, sich zu etablieren. Und das haben wir ganz gut geschafft durch einen komplett anderen Ansatz. Ich habe ja doch einiges schon preisgegeben, weil ich auch denke, dass es nicht so einfach ist, was wir machen und nicht so einfach zu kopieren ist. Und wir konnten uns hier wirklich einen ordentlichen Marktanteil erarbeiten und das auch profitabel bislang.
Ich muss dazu geben, mich hat es ja auch verwundert. Also du hast mich ja angeschrieben, ich glaube vor 3 Monaten haben wir, glaube ich, die erste E-Mail geschrieben, ob wir nicht mal sprechen wollen, habe ich noch nie gehört. So, was ist das denn? Ja. Was macht ihr denn irgendwie genau? Und ich habe natürlich auch das mit Sportkeller und sowas alles mitbekommen. Genau. Aber erzähl doch mal für diejenigen, die Sportfits noch nicht kennen, was ihr denn eigentlich ganz genau macht, welche Art von Händler ihr seid, was euer USP ist. Wir sind vom Produktsortiment ganz klar Sport-Premium-Anbieter im Bereich Outdoor mit Fokus auf Outdoor, aber auch Wintersport ist sehr, sehr stark aus der Historie raus. Wir hatten vorher ein Shop-Projekt schon, das hieß Ski-Outdoor-Shop, also so ein typischer 2000er Name, wo hier noch möglichst die SEO-Begriffe in der Domain sein sollten, und hatten hier dann die Notwendigkeit gesehen, 2019 eine neue Brand zu gründen. Wir sind zudem tätig im Content-Bereich mit Skigebiete-Tests und Snow Online und Turismo. Ganz einfach kurz erklärt, wir haben alle Schneehöhendaten weltweit, wir haben alle Liftdaten weltweit, wir sind zum Beispiel auch Lieferant für Wetter.com, was die Schneedaten und offene Liftdaten anbelangt. Das ist unser Steckenpferd im Content-Bereich, daraus sind wir gewachsen und wir haben eben aus der Historie eine ziemlich starke IT, weil wir alle Lösungen selber bauen. Und das nutzen wir jetzt eben auch im E-Com-Bereich, um hier das Projekt zu gestalten und profitabel zu skalieren. Und bislang ist uns das ganz gut geglückt. Magst du mal ein paar Kennzahlen zum Unternehmen sagen? Wie viele Leute arbeiten da? Was ist der Online-Umsatz, Offline-Umsatz? Habt ihr noch Stores, in denen man verkauft? Wir hatten nie einen Store. Wir sehen uns auch als Online-Pure-Player. Unternehmensgröße ist jetzt so roundabout 50 Mann und Frauen. Ich glaube, ich habe die Daten ja ohnehin kommuniziert. In 22 hatten wir ein ziemlich starkes Wachstum auch von über 50% auf knapp 20 Millionen Umsatz und eine EBITDA-Marge von über 9%. Und, Das heißt, das ist ja im Grunde genommen ein Personalschlüsselumsatz von 400.000 pro Mitarbeiter. Das ist ja enorm. Also wir haben eine enorm, ich habe meinen Kollegen vorher schon gefragt, was wir hier Anteil an Kosten für Mitarbeiterinnen haben, und der ist unter 5%. Ja, da frage ich mich halt, also so ein klassisches Agenturgeschäft, wenn man das einfach vergleicht, wenn du jetzt irgendwie eine E-Commerce-Agentur bist und Stunden verkaufst, dann ist der Umsatz nicht in der Regel bei Agenturen, die nicht so gut laufen oder die aus Niedriglohnländern kommen, vielleicht einmal 50 bis 80.000, bei aus Höherlohnländern, bei guten Agenturen, wo super läuft, mal so 150, 160.000. Mhm. Bei klassischen Händlern hast du in der Regel auch keinen viel, viel höheren Umsatz, deswegen ist so 400.000. Also ihr seid mindestens doppelt, wenn nicht sogar dreifach so effizient auf der Personaleinsatzseite. In einem, wie du schon sagst, hochkompetitiven Markt, weil es gibt ja nicht die Sportfits-Eigenmarke, wenn ich es richtig verstanden habe oder wenn ich eure Website angeguckt habe, sondern es sind ja schon Handelsmarken. Also ihr handelt ja ganz normal, also quasi seid ein ganz normaler, hocheffizienter Händler. Also man das, kann das, das Geheimnis verraten. Das hört man so selten, das kennt man ja gar nicht mehr. Unsere Hauptkonkurrenten kennt fast jeder, das ist Bergzeit und Bergfreunde. Mit denen haben wir die höchsten Überschneidungen, was das Produktsortiment anbelangt, und aber eben auch... Wie groß sind die ungefähr von Umsätzen? Damit man das deutlich größer als wir. Faktor 10 schon, oder? Ja. Faktor 10, wobei wir eben wirklich ordentlich am Aufholen sind und Sven hat mich auch gefragt, was planen wir denn für dieses Jahr? Und ich habe zwei Planungen immer. Das eine ist für die Finanzplanung, vorsichtig, konservativ. Da haben wir mit 25% Wachstum kalkuliert, und wir hatten im Logistikbereich muss ich natürlich viel aggressiver planen, weil hier ist quasi der Worst Case ein hohes Umsatzwachstum. Natürlich habe ich jetzt ein halbes Jahr wiederum historische Daten, worauf wir zusteuern, und wir müssen wirklich jetzt für die Logistik im Winter damit rechnen, dass wir wieder fast 50% drauflegen. Und von dem her ist es auch so, ich freue mich, dass ich heute hier auf der K5 sein darf. Ich bin ja auch wirklich aktiv auf dich und auf Sven zugegangen, auch auf Jochen, und es freut mich, dass das Interesse da ist. Und der Gedanke war einfach, dass wir doch eine relevante Größe mittlerweile haben, wo es sich vielleicht lohnt, auch darüber zu berichten. Und genau. Total, aber was mich natürlich interessiert, in der Phase, in der sich ja der Sportmarkt offensichtlich so ein Stückchen konsolidiert, ja.
oder es teilweise nur noch Insolvenzwellen gibt, ja, von Cases, wo man das nie erwartet hätte, mit Keller zum Beispiel, ist ja die Frage, wie schafft ihr das? Also wie schafft ihr es, so effizient zu sein? Woher kommt das irgendwie, das Wachstum? Ihr seid jetzt ja auch keine Marke, die wahrscheinlich ein hohes brandgestütztes Suchvolumen hat bei Nein. Google, wo man sagt so, ah, ich wollte schon immer mal bei Sportfits mal eine Jacke oder einen Wanderschuh oder einen Ski kaufen. Kannst du das so ein bisschen nachzeichnen mal? Weil es ist so, ihr seid für mich so ein cooler Hoffnungscase. Man sagt so, es geht ja doch. Und ihr müsst jetzt nicht zaubern mit riesigen Kapitaleinsätzen, mit ihr habt jetzt wahrscheinlich keinen unfairen Wettbewerbsvorteil auf der Einkaufsseite, wo ihr von irgendeinem Hersteller... Im Gegenteil. Weil dein Cousin da irgendwie arbeitet und du bekommst... Wir hatten es ganz schwer sogar. Im Gegenteil, wir hatten es schwer, hier neue Marken zu gewinnen. Der Wind hat sich gedreht, bin ich ganz froh. Mittlerweile kommen die Marken auf uns zu. Allerdings liegt das Geheimnis ganz woanders. Und Johannes Altmann hat heute, ich glaube, war dein Co-Sprecher heute. Hat die in dem 6x3 Thesen. Genau. Ja. Er hat einen Satz, hat er gesagt, und der war: reduziert euer Sortiment, kennt eure Produkte besser, lasst nicht die KI Produkttexte generieren, um möglichst auf allen Marktplätzen mit allen Produkten präsent zu sein. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, und was geht jetzt in den vielen Köpfen vor? Wie mache ich denn das? Denn jeder von den E-Commerce-Händlern, die hier im Raum gesessen ist, steht vor dem Problem, Gott, mein Sortiment ist so groß, ich kann nicht alle Produkte kennen, ich kann nicht mich mit jeder Produktkategorie beschäftigen. Und das war dann genau der Punkt, wo ich unsere Stärke eben gesehen habe, durch unseren IT-Background und unsere, ich habe sie strategische Datenanalyse-Software genannt, die hier wirklich in der Lage ist, eine große Menge an Daten zu analysieren und uns Insights zu liefern, die uns ermöglichen, unsere Werbebudgets gezielt einzusetzen, in margenstarke Produkte, die aber auch Trends erkennt. Das heißt, ich muss was ausprobieren. Also auch wir sind nicht davor gefeit, dass wir Produkte testen, die dann aber nicht gut funktionieren. Dann muss ich aber klare Konsequenzen ziehen. Und mein Add-on zu Johannes Satz war dann, kenn deine Software, kenn deine IT, hab eine exzellente IT im Unternehmen und lass die Software sich mit den Performance-Daten deiner Produkte beschäftigen. Und lass mal dann über die Software dann reden. Was setzt ihr denn ein? Also habt ihr denn alles selber gebaut auf PHP-Basis, Server-Basis? Oder habt ihr doch irgendwie mit Magento oder Shopware angefangen und dann rumgebaut? Oder wie ging das? Ja, also wir sprechen jetzt hier über zwei Themen. Das eine ist natürlich das Shop-System, das andere ist das ERP-System, Logistik-System und so weiter und so fort, das ich jetzt hier einfach als Backend bezeichne. Und wir haben basierend auf Shopware eine fast komplette Eigenentwicklung. Also die Suche haben wir selbst implementiert, auch mit Search Engines. Ich habe ja heute hier schon den Aussteller Algolia gesehen. Wir setzen hier auf den Konkurrenten Elasticsearch, wo wir sehr, sehr viel in kontextsensitive Suche investiert haben. Aber auch hier wieder die Lösung, die wir selbst gebaut haben, zumindest denke ich das, ist immer der generischen Lösung überlegen, weil ich mein Produkt kenne und hier eine Spezialanpassung eben dann machen kann, aber eben mit wirklichen skalierenden Technologien. Und viel, viel wichtiger ist aber unsere Datenanalyse-Software, die haben wir sogar intern, also es ist keine, wir verkaufen die nicht. Wir haben die Scalable genannt, einfach aus dem Grund heraus, dass wir ein ERP-System eingesetzt haben, das nicht skaliert. Das funktioniert für 20.000 SKUs. Wir sind kollektionsgetrieben, wie du sicherlich weißt. Und jedes Jahr, also wir haben mittlerweile fast 500.000 SKUs live bestellbar. Und im System aber weit über 10 Millionen SKUs, die nicht mehr bestellt sind, Vorsaison-Produkte, die ich aber noch im System haben muss, weil es ja mal Bestellungen gegeben hat, steuerrechtliche Gründe und so weiter und so fort. Und diese Software skaliert nicht, ich kann sie nicht einsetzen, sie funktioniert nicht. Unsere Mitarbeiter, die finden es so schlimm, wenn die hier warten und der Software schauen müssen, wie sie bei einer einfachen EAN-Suche hier das Mausrad sich drehen sehen. Und dementsprechend haben wir begonnen, aus der Not heraus hier ein eigenes System zu entwickeln und haben aber ganz, ganz schnell gemerkt, und vielleicht kannst du mir auch sagen, ob ich da falsch liege, weil ich kenne nicht jedes System am Markt, aber Insights, die runtergehen bis zum Deckungsbeitrag, die so weit gehen, zu sagen, das Produkt in der Farbe, in der Größe verbrät dir dieses und jenes Werbebudget, das dir dann analysiert,
ob es Sinn macht, das Produkt aus dem Sortiment zu nehmen oder das dir auch vorschlägt, bitte bestell 10 Paar nach, weil du wirst die nächsten 3 Wochen 10 Paar davon brauchen und es lohnt sich für dich, wenn du es verkaufst. Die Software habe ich nicht gefunden und genau, das haben wir gebaut. Die Software gibt's auch nicht. Der Pitch, den mir die viele Softwareanbieter dann geben werden, ist, guck mal, wenn du das und das und das kombinierst, dann noch ein bisschen Google Analytics und dann noch ein bisschen Facebook und dann noch ein bisschen das und dann macht man da noch mal eine Schnittstellenintegration. Dann hast du dann irgendwie 6 Softwareprojekte, 1 Million Lizenzgebühren im Jahr, noch sozusagen massive Abhängigkeiten und kriegst doch trotzdem nicht die Daten auf der Ebene, wo du sie brauchst, wo du jetzt sagst, ich möchte jetzt genau für diese Hose wissen, was habe ich dafür investiert, sozusagen wie hoch war der Deckungsbeitrag nach Marketing, vor Logistik, nach Logistik, sozusagen Stückkosten basierend, sozusagen Chargen basierend. Das geht nicht, das kann keiner. Aber du sagst, durch diese Analytics-Power, also das ist ja erstmal, ich habe mir euren Shop auch vorhin mal angeschaut, das ist ja kein geheimnisvoller Shop. Nee. Also es ist quasi ein stabiler, sozusagen guter Shop, da finde ich die Produkte, die ich irgendwie finden will. Aber du sagst, weil ihr vielleicht in der Produktbeschreibung irgendwie einen guten Job macht, weil ihr eure Produkte gut kennt, weil ihr aber genau wisst, welche Produkte gut laufen und da den entsprechenden Werbekanaleinsatz gut planen könnt, dann auch ein kleineres Überhangproblem habt, ein kleineres Tourenproblem habt, habt ihr im Grunde genommen, im Grunde genommen seid ihr so wie Bergfreunde, diese 20 Millionen Euro Umsatz, die ihr macht, das sind bei Bergfreunde die 20 Millionen Bestseller. So, also ihr habt zusammengefasst. Genau. Ihr habt im Grunde genommen durch eure Daten, eure Fähigkeiten, macht ihr diese Bestseller-Selektion schon vorher. Und das ist ja total smart, weil du willst ja von dem Bergfreunde, der Bergzeitumsatz, von den 200 Millionen, nehmen wir mal als Arbeit, 100 Millionen davon willst du ja gar nicht haben. Weil diese 100 Richtig. Millionen erzeugen keinen Deckungsbeitrag, unfreundliche Kunden, die willst du eigentlich schon vorher raus, raus haben. So könnte man es, glaube ich, gut beschreiben. Ja, das ist auf den Punkt getroffen, genau. Ja. Vielleicht sollte ich mehr Podcasts machen. Ich lerne so viel. Zusammenfassend wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich denke auch, wir haben auch ein Kompliment dann jetzt bekommen. Ihr habt ein tolles Cross-Selling. Genau wie du sagst, ich finde, unser Shop ist mehr als ordentlich. Er funktioniert echt gut und auch hier haben wir uns Mühe gegeben, aber es ist nicht die Secret Ingredient, die den Erfolg ausmacht, wie man, ich sage jetzt mal, in so kleinem Bereich ohne Fremdinvest profitabel wachsen kann, sondern da geht es wirklich darum, du musst natürlich auch ausprobieren können, du musst auch Trends erkennen, weil ansonsten hätten wir das Wachstum auch, weil das ist auch schwierig, wenn ich nur Topseller mache und wenn ich nur immer das, was letztes Jahr gut gelaufen ist, neu mache, dann verpasse ich Trends. Und das Gegenteil ist der Fall, weil wir eben nicht nur wissen, erstens, wie teuer ist die Bewerbung, wie viel Deckungsbeitrag erzielt mein Produkt und wie viel Marge, sondern auch, was kann mir mein Lieferant liefern und was funktioniert gut, weil ich auch weiß, wie die Konkurrenz ist, wo habe ich Konkurrenz, wo habe ich keine Konkurrenz, und so erkennen wir dann ganz, ganz schnell Trends. Also ich nehme mal dieses Beispiel, wir hatten im Herbst eine Jacke von einem amerikanischen Hersteller und die lief plötzlich aus dem Nichts unglaublich gut bei uns und wir wissen bis heute nicht wieso, aber meine Vermutung ist immer, die wurde irgendwo gepusht in irgendeinem, sei es ein Katalog oder ein Flyer, der irgendwo liegt und diese Jacke hier gepusht hat, und wir haben ganz, ganz schnell festgestellt, dass dieses Produkt sehr, sehr gut in einer hohen Stückzahl funktioniert. Dann war es auch noch so, das war eine schwarze Daunenjacke, das heißt eher geringes Risiko, und dann haben wir es wirklich... Warum? Weil das so universell ist, also das kann man immer gebrauchen, eine schwarze Daunenjacke. Genau, also da kann ich wirklich sagen, im Worst Case verkaufe ich sie nicht so schnell oder muss sie wieder herschenken, aber es ist jetzt nicht so, dass das dann komplett unverkäuflich ist. Und wir haben uns dann wirklich getraut, hier in einer über 100er Bestückung das Produkt zu kaufen, vom Hersteller abzuziehen, und wir waren bis Weihnachten die einzigen, die das Produkt auf Lager haben. Was heißt 100er Bestückung? Jede Größe in, also ich glaube, wir haben die M-Jacke dann in 650 Mal verkauft. Nur eine Größe, eine Jacke. Okay. Und das ist quasi, das ist in eurer Welt, ist das schon massiv. Also das, was ist eine normale Bestückung? Wenn du jetzt quasi mal über eure alle verfügbaren SKUs rüberguckst, was ist eine normale Bestückung? Wir haben eine halbe Million SKUs und da ist eine halbe Bestückung, und jetzt kommen wir auch wieder zu dem, was ganz, ganz wichtig ist. Die ist extrem dünn, weil unsere Software das Restocking automatisch macht. Wieso soll ich mir denn hier 10 herlegen, wenn ich weiß, dass der Hersteller eh noch 100 hat und ich die Just-in-Time dann... Aber ist das denn so? Also sind die Hersteller so flexibel, dass sie sagt, guck mal, jetzt läuft hier die grüne Regenhose,
Die läuft jetzt. Die hat jetzt die Pamela Reif im Pamela Reif nutze ich immer als Beispiel. Die hat die jetzt bei Instagram irgendwie gepusht. Kriegst du dann schnell genug neue grüne Regenhosen ran? Ja, nicht in jedem Fall, aber in sehr, sehr vielen Fällen. Und die Trends, die wir aufgespürt haben und dann schnell reagiert haben, weil okay, aber dein Trade-off ist dann, das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiges Learning sozusagen. Dein Trade-off ist, du gehst quasi lieber sozusagen weniger ins Lagerrisiko, also sozusagen weniger Inventory, hast dafür eine höhere Cash-Effizienz, bist doch bereit, dann vielleicht mal 2, 3 Produkttrends nicht mitgehen zu können, weil die dann nicht nachlieferbar bist und tradest dann quasi das gegen sozusagen gegen den Umsatz, gegen die Verfügbarkeit. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, Alex, auch hier lernen wir aus historischen Daten. Zum Beispiel weiß ich genau, welche Produkte bei einer Brand jedes Jahr wieder super nachgefragt sind und dann aber ausverkauft sind. Das merkt sich die Software, die weiß das und dementsprechend, also ich weiß jetzt zum Beispiel von einer, die habe ich schon im Hinterkopf, von der North Face Marke, weiß ich genau, wann welche Produkte gut verfügbar sind und dass die nach 5 Tagen vergriffen sind. Das heißt, da bekomme ich dann auch eben den strategischen Hinweis. Oder wenn ich die Software automatisch machen lasse, was wir hier bei der Marke zum Beispiel machen lassen, dann werden wir genau das Gegenteil machen. Dann gehen wir ins Lager. Dann legen wir uns das Produkt her. Aber was heißt denn automatisch machen lassen? Darf die Software selber bestellen? Ja. Das heißt quasi eine Order, die dann bei North Face rauskommt, könnte automatisch durch eure Software ausgelöst werden. Ist auch so. Also der Großteil unserer Ordern wird vollautomatisch gemacht. Wie oft kannst du denn bei so einem North Face ordern? Jeden Tag? Täglich. Und die haben dann so einen Wholesale-Setup, bei dem sie dich dann auch quasi täglich anfahren. Vielleicht kriegst du es nicht am nächsten Tag, aber sozusagen kriegst du dann schon innerhalb von 2, 3 Tagen. Ja, genau. Und da muss ich natürlich auch ein bisschen forecasten. Das ist klar. Also ich möchte es natürlich so, zumindest die Topseller dann immer in einer dünnen Bestückung sofort verfügbar haben, dass ich hier einen Fluss habe von Wareneingang und Warenausgang. Und das ist eben das. Und beobachtest du das? Ich meine, wir kommen gleich nochmal dazu, wie ihr da auch genau aufgestellt seid, wie viele Leute machen da die IT und wie oft guckst du in die Daten. Wenn du jetzt quasi andere Wettbewerber beobachtest und da gibt's ja natürlich auch noch ein bisschen mehr, wenn man jetzt mal außerhalb des sozusagen reinen sozusagen Sport, Outdoor-Bereichs mal so schaut, steckst du dann so ein bisschen die Hände vorm Kopf zusammen, wenn du da teilweise überbestände Rabattaktionen siehst, wo man sagt, so, ey, das ist hier so ein Produkt, das habe ich vom halben Jahr schon gesehen, dass es nie laufen kann, dass du das jetzt irgendwie für 70% Rabatt raushauen müsst, das ist ja total klar. Ich schlag vor allen Dingen auch die Hände über dem Kopf, wenn ich sehe, wie groß die Einkäuferteams teilweise sind. Also ich weiß von Mitbewerbern, die hier 70, 80, 90 Leute im Einkauf haben und eine Markenvielfalt haben, die unsere nicht übersteigt. Unser Einkaufsteam sind momentan 1,5 Mann. Wir werden jetzt aufstocken auf 2,5 Mann. Okay. Aggressiver Move. Oder da könntet ihr ja schon euer Sortiment verdoppeln. Ja, genau. Aber das ist da siehst du den Unterschied. Aber warum? Was macht ihr denn anders? Weil ihr kauft dann quasi nicht so emotional ein und fliegt ihr dann nicht nach Mailand auf die nächste Regenhosenmesse, sondern ihr guckt im Grunde genommen in den Online-Bestellkatalogen nach, was gibt's da verfügbar? Lasst vielleicht sozusagen ein bisschen picken aus der Historie, was läuft, welche Farben, welche Größenläufe und dann geht's los. Ganz einfach, Alex. Wir haben das Credo. Mensch, das könnte so einfach sein. Einfach sein. Ja, wir haben das Credo, dass die Marken uns 15%, also wir legen ein Budget fest, was wir bei einer Marke hier investieren wollen. Wir reden jetzt hier über Vororder. Also das Restocking lassen wir jetzt mal aus. Aber die 85% werden von der Software vorgegeben. Und die werden geordert. Und 15% ist hier, wir hätten aber gerne ein Kollektionsbild, wir möchten dieses machen. Und das ist ein wunderbares Zusammenarbeiten mit den Marken, weil die können ihre Produkte pushen, das sind unsere Testballons auch und es ist ein Geben und Nehmen und ich muss eine Marke ja auch sich ausprobieren lassen können und Innovationen in den Markt bringen können und genau das ist eben mit unserem, ich nenne es jetzt mal 80-20 Ansatz, Pi mal Daumen, in dem bewegen wir uns, aber dementsprechend 20% darf der Hersteller, die Marke mir vorschlagen, was ich denn ordern sollte und 80% macht es unsere Software. Okay, dann kommen wir mal ein bisschen zu eurem sozusagen Software-Team. 50 Leute sozusagen seid ihr grob, anderthalb davon arbeiten im Einkauf, haben wir jetzt ja schon rausgefunden. Wie groß ist denn so das Team IT, also Shop und Backend? Wir sind roundabout 15 Mitarbeiterinnen.
Genau. Und die anderen verbleibenden 35, was sind das für Teams? Wir haben eine starke Redaktion. Also ihr macht schon Fokus-Content. Also wenn ihr, oder ihr macht so Storytelling, richtig? Ja, ja. Wir kommen ja aus dem Bereich, wie ich ja gesagt habe, diese alten, uralten 2000er-Namen, Skigebietetest.de, Ski-Outdoor-Shop gibt es jetzt nicht mehr. Und Turispo, das ist quasi Biken, Wandern im Sommer, GPS-Daten. Mhm. Und dementsprechend haben wir ein großes Content-Team bei uns sitzen und machen auch Storytelling. Wir machen auch wahnsinnig schöne Dinge, die, wie ich finde, für unsere Partner, für die Marken. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil ich brauche eine vernünftige Brand. Und ich hätte natürlich auch gern, dass hier die Wahrnehmung, deswegen sitze ich ja heute hier, von Sportfits eine andere ist in einem Jahr oder in zwei Jahren, wie es bislang war. Okay, die Marke wurde erst 2019 gegründet, dementsprechend kann die Bekanntheit nicht so groß sein. Aber das geht Hand in Hand. Die Profitabilität und die, ich nenne es jetzt mal Human Resource Effizienz, die muss gegeben sein. Aber das Besondere etwas, das Storytelling, einen guten Content zu machen, ich glaube, ohne das funktioniert es auch nicht. Warum? Weil in einer sehr effizienten Welt, würde ich jetzt sagen, ja, verzichte ich eigentlich auch auf das ganze Storytelling, weil die Marken geben dir wahrscheinlich auch schon relativ viel Content. Mhm. Mit AI könntest du da relativ viel automatisieren. Die Produktsuche, würde ich behaupten, vieles funktioniert wahrscheinlich über Google. Und sozusagen, da brauchst du gar nicht eine große UX-User-Führung dann in diese ganzen Stories rein. Also niemand liest sich ja auch Stories bei Amazon durch. Ja. Auch diese ganzen, ganz würde ich sagen, die 10 Leute brauchst du eigentlich gar nicht. Sozusagen, ich revidiere meine Meinung. Ja. Es funktioniert. Ich habe gesagt, es funktioniert ohne Storytelling nicht und das revidiere ich, es funktioniert. Die Frage ist, will ich das? Die Frage ist, wie will ich dann auch, weil wir eben auch als Premium-Sporthändler auftreten und auch nur Premium-Marken haben und eben hier auch gerne... Was sind eure Top 5 Marken? Die Top 5 Marken sind, oder müsste ich jetzt... Sowas wie WD? Scott, es ist North Face, VD gehört nicht zu unseren Lieferanten. Ah, ja. Schade, ja. Aber ist eine quasi der letzten, wir sagen immer, die letzte Hand fehlt noch an Marken. Die hören ja jetzt zu, die kommen jetzt auf jeden Fall die kommen auf jeden Fall zu euch. Hätten wir wahnsinnig gerne. Aber jetzt, wenn du jetzt quasi jetzt so nach vorne schaust, also ich verstehe so ein bisschen das Team-Setup, wie ihr da rangeht, sozusagen, dass ihr eure Software da selber baut und da steckst du ja wahrscheinlich auch noch mit tief drin und ihr könnt quasi aus der Geschäftsführung auch dann sagen, diese Daten fehlen mir eigentlich noch. Also quasi hätte ich jetzt das und das und das noch als Datenpunkt, dann hätte ich noch viel besser, hätte ich noch mal irgendwie 3 Prozentpunkte mehr rausholen können. Hätten wir vielleicht den, keine Ahnung, Carving-Ski-Trend noch mal ein halbes Jahr früher erkannt. Ich weiß nicht, was im Skifahren populär ist. Ich bin ja in der See eher unterwegs. Das ist jetzt vor allem, das ist Foilen mit so einem Flügel, den du handhältst, sozusagen Wingfoil. Mhm. Da hätten wir es irgendwie früher erkannt, hätten wir mehr gesehen, hätten wir irgendwie einen besseren Produzenten gefunden. Aber wie wächst das? Also das hört sich ja nach einem sehr, sehr zügigen, also 50% sozusagen teilweise Kapazität aufsteigen. Das ist ja ein sehr, sehr zügiges Wachstum, was dann dahinter steht. Was ihr aber erreicht, weil ihr die Topseller, die richtigen Topseller habt, aber ihr macht jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie Rabattaktionen. Seid ihr viel billiger als eine Bergzeit oder Bergfreunde? Nein. Trotzdem kaufen die Leute bei euch. Ja, weil wir Produkte haben, die Bergzeit und Bergfreunde nicht haben. Also das ist jetzt eine steile These, aber ich würde behaupten, bei den Top-Marken, wenn man dann wirklich sich das Produktsortiment ansieht, ist unseres tiefer als das von Bergzeit und Bergfreunde, weil ich einfach mehr abbilden kann, weil ich mehr weiß. Und auf der anderen Seite aber auch dann Produkte wieder entferne, die eben dann nicht funktionieren. Und das ist so der Trade-off. Ich sagte ja, du musst auch rausfinden können, was funktioniert. Aber eigentlich müssten doch die Marken liebend gern mit euch zusammenarbeiten, weil ihr habt ja dann wahrscheinlich wenig, was ihr zurückschickt an den Marken. Jede Marke, die bislang mit uns zusammengearbeitet hat, mit der haben wir ein tolles Verhältnis. Weil die Marken lernen ja bei euch viel besser, was funktioniert, als bei anderen. Die lernen es ja früher tatsächlich, durch die Daten, die ihr habt. Und das ist auch dieser Information Loop zurück zu den Marken, ist ein ganz, ganz wichtiger USP für uns mittlerweile, um hier mit den Marken neue Strategien zu erarbeiten oder auch zu kommunizieren, was denn bei den Marken gut funktioniert. Also auch hier haben wir wirklich viele Gespräche mit den Herstellern, die ganz interessiert sind, was macht ihr denn anders als
als ein Bergzeit, als ein Bergfreund, wie schafft ihr es in der jetzigen Situation zu wachsen? Und wir fokussieren das dann immer auf die Marke und dann können wir eben das Feedback geben, naja, ihr habt ja auch nicht alles falsch gemacht. Dieses hat gut funktioniert, jenes hat gut funktioniert, das hat nicht gut funktioniert und oftmals können wir auch Gründe mit dazugeben, warum es denn vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Die Schlüsse, die man daraus zieht, sind wiederum andere, die strategischen Entscheidungen, weil das ist genau der Punkt. Ich könnte natürlich jetzt jedem Trend hinterherlaufen. Ich finde es immer ganz, ganz schlimm, wenn man jetzt sagt, okay, diese Sportart ist tot oder Bike ist tot. Das ist ja momentan so das Credo und jetzt vorgestern habe ich... Bike ist tot, ist das Credo? Ja, weil die Lager voll sind. Ja, genau, Overstocking und so weiter und so fort. Nee, schlechte Bike-Händler sind tot. Das ist das Problem. Okay, das hast du jetzt gesagt. Nö, aber die Situation ist eine ganz andere. Jetzt habe ich einen Artikel im Handelsblatt wieder gelesen, dass jetzt dieser erneute Boost kommt der nachhaltigen Mobilität. Und ich habe mit so vielen Kollegen gesprochen, die gesagt haben, ja, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, Bike funktioniert nicht, schmeiße ich alles wieder raus. Und es ist dieser zu grobe Blick auf die Situation, nicht dieser feingranulare Blick. Die Aggregation der Daten von der Produktebene nach oben auf Kategorie, Markenebene ist wichtig. Und da kann ich auch wirklich Entscheidungen treffen, aber das Entscheidende ist wirklich Product-Level-Blick. Ein Produkt funktioniert in einer Größe und in einer gewissen Farbe. Es funktioniert nicht eine Marke gut oder eine Sportart gut, sondern ein Produkt in einer gewissen Größe und einer gewissen Farbe. Und das kann aber sich auch ändern. Und dementsprechend auch wir sind nicht vor Overstocking gefeit, aber wir können die Risiken minimieren. Also quasi euer Wachstum ist ja so ein bisschen begrenzt ja durch diese Datenstrategie. Sozusagen, du kannst dich jetzt quasi nicht hinauswagen und sagen, ihr kauft jetzt aufs Risiko das neue pinke Sortiment von North Face, kauft ihr alles aus in der Hoffnung, dass ihr dann nächstes Jahr damit profitabel seid. Dann sozusagen, es gibt mehrere Gründe, das uns bremst. Das eine ist natürlich das, dass wir immer auch erst evaluieren wollen, was funktioniert gut. Und der zweite Grund ist ziemlich einfach, wir müssen die Logistik mitskalieren. Also wir hatten im letzten Jahr Ende November, das hört sich jetzt wie eine Luxussituation an, aber es war grauenvoll. Wir sind in Verzug gekommen, weil wir die Pakete nicht mehr rausgebracht haben. Und das ist dann eine unschöne Situation, wo ich dann auch immer sage, ich möchte zu den Anbietern gehören, die Lieferversprechen einhalten. Und ihr habt ein Lager? Ja. Und wie weit kann man so ein Lager expandieren? Also wie viele Millionen kann man auf so ein Lager machen? Also wir investieren gerade in ein neues Logistikzentrum, in das dann auch Autostore integriert wird und eine vollautomatische Packstraße, um hier die Frequenz zu verdreifachen. Das passiert gerade dem Moment. Aber auch hier werden wir dann an eine Grenze stoßen, die sich so bei roundabout 8 bis 10.000 Pakete am Tag befindet mit einer einfachen 8-Stunden-Schicht. Was heißt 8 bis 10.000 Pakete am Tag auf Jahresumsatzebene? Oh, das müsste ich jetzt hochrechnen, aber das kann ich... Ja, das müsste also bis 80, das müsste bis 80 bis 100 Millionen dann gut funktionieren. Was ist ein Paket? Wie viel Umsatz ein Quasi Paket? Durchschnittlicher Warenkorbwert 200 Euro. 200 Euro, das heißt, du bist ja am Tag bei, sag mal, 10.000 Paketen. Aber wir reden von Peakzeiten, weil in der Logistik muss ich ja Peakzeiten einberechnen, dass wir ein Saisongeschäft haben. Also ich kann jetzt nicht sagen, jeden Tag. Aber das stimmt schon. Das stimmt. Sozusagen, aber wenn man das jetzt glatt ziehen würde, dann sind es ja mehr als 80 bis 100 Millionen. Du bist ja mal 2 Millionen am Tag, die du sozusagen theoretisch dann daraus ziehen könntest, sozusagen in den Paketen, in einzelnen 8-Stunden-Schichten, die man ja, kannst ja auch 2 Doppelschichten machen. So ja, wenn man von Peakzeiten redet, was ja in der Logistik durchaus okay ist, würde das ganz ordentlich skalieren. Also genau, da könnte man dann schon ein bisschen mehr Umsatz machen und dann müsste man sozusagen gucken, wie kriegt man diese Nachfrage dann auf die anderen Jahreszeiten. Aber da ist wieder genau das Problem, weil die Nachfrage sich einfach konzentriert zwischen Black Friday und Weihnachten. Verstehe ich. Das heißt, eigentlich müsste man quasi die Kapazität in diesem Zeitraum messen und das ist dann eigentlich so bei Weitem so ein bisschen, das plus 10% ist dann das Jahreskappa. Okay, verstehe ich. Und die wie ist dann dein Blick sozusagen auf Auslandsexpansion? Ist das überhaupt ein Thema, wo du sagst, damit muss man sich jetzt schon beschäftigen, weil wenn du jetzt bei 20 Millionen bist, du kannst wahrscheinlich ja noch verzehnfachen, ohne auch nur einen Blick dann Richtung Polen, Frankreich, Österreich, Dänemark zu machen? Wir haben den Blick schon gemacht, aber auch hier war es wieder so, wir hatten ja das
Problem, dass wir die Bestellungen nicht mehr gehandelt bekommen haben. Deswegen haben wir unsere Google-Budgets massiv nach unten gefahren. Das heißt, ich habe den ROAS nach oben geschoben. Das ist natürlich auch eine wunderschöne Situation, dass ich eigentlich sagen kann, okay, ich will gar nicht mehr so viel Umsatz haben, sondern ich schiebe meinen ROAS nach oben, um weniger Umsatz zu generieren. Und genauso ist es eben, so muss ich mir überlegen, wenn ich jetzt hier international expandiere. Wir haben jetzt hier die wichtigsten Märkte Benelux und natürlich Österreich, Schweiz ist ja klar, aber das sehe ich nicht mal als wirklich einen Auslandsmarkt an, es sei denn, man betrachtet die Logistik. Aber wir sind eigentlich in allen relevanten europäischen Märkten unterwegs. Wir haben allerdings noch keine sprachspezifischen Shops, also uns gibt es in Deutsch und in Englisch und das reicht vorerst auch. Allerdings muss ich auch hier wiederum sagen, wenn ich kosteneffizient in Frankreich oder in Niederlanden verkaufen will, dann muss ich mich auf die Landessprache einlassen. Und diese Hausaufgabe müssten wir machen, ja. Und genau, das erzeugt natürlich schon einen deutlich höheren Teamaufwand. Am Ende das kann man nicht alles automatisieren. Du brauchst ja auch Customer Success am Ende vielleicht noch ein paar bestimmte Marken, die vielleicht nur in Frankreich laufen. Weil es ja auch wieder sehr, sehr viele Dinge gibt, die man so denken kann, dass man es versucht zu automatisieren. Du hast ja vorher schon die Produktbeschreibungen angesprochen. Also hier gibt es sehr, sehr viele Dinge, die man sich überlegen könnte, ohne hier die große Kapitalquote nach oben zu schieben, die man angehen könnte. Du hast gerade schon Google genannt als wesentlichen Kanal für die Kundengewinnung. Mhm. Gibt es noch andere wichtige Kanäle? Gibt es irgendeinen Sportfits-Influencer, der sozusagen oder spottet ihr Ski-Team? Ja, wir sind auf Instagram aktiv, aber das steckt noch mehr in den Kinderschuhen als unsere sonstige Präsenz. Also schon Google-Business, das ihr seid. Wir sind im Performance-Marketing unterwegs. Wir haben auch eine, wie ich finde, wobei ich hier keinen Vergleich habe, recht gute Stammkundenbasis, einfach eine gute Reputation, das haben wir ganz gut geschafft, deswegen hat mir das auch so wehgetan, als wir im Winter hier wirklich das erste Mal gemerkt haben, okay, die Kunden beschweren sich bei uns, weil wir die Pakete nicht mehr schnell genug rausgebracht haben, darauf achten wir sehr, sehr gut, aber ansonsten Performance-Marketing über Google und eben Stammkundenbindung durch eine gute Customer Experience, das sind die zwei Dinge, das sind die Basics, denke ich, und die Hausaufgaben mussten oder müssen wir zuerst machen, bevor wir uns über andere Dinge Gedanken machen. Ja, faszinierend. Das ist herrlich erfrischend. Also, dass es hier quasi jetzt nicht um den nächsten TikTok-Trend geht oder eine abgefahrene Marktplatzstrategie, sondern dass du mit sozusagen ganz normalem Handwerk, dass man immer noch in der Lage ist, in dieser Marktphase in einem gesättigten Markt, teilweise auch in einem Markt, der sich in einer Seitwärts-Abwärtsbewegung befindet, stabiles Business zu machen, wenn man sich auf die Bestseller konzentrieren kann. Vielleicht ist es stark verkürzt, aber so klingt's ja. Ja, sozusagen, dass ihr mit so wenig, also, und natürlich diese Kosteneffizienz, also sehr, sehr wenig Personaleinsatz sogar auf den Umsatz natürlich, ist natürlich beeindruckend. Das Ganze ist natürlich wahnsinnig aufwendig. Also wir haben hier Jahre in die Entwicklung gesteckt und dementsprechend plaudere ich hier auch so offen, weil ich weiß, dass das nicht einfach so das kann jetzt keiner so einfach nachbauen. Aber wenn du jetzt nach vorne guckst, jetzt sind wir Mitte 2023, aber was sind die nächsten ein, zwei richtig großen Dinger, wo du sagst, da sind wir dann auf dem Weg Richtung 50 Millionen unterwegs? Wir möchten eine Brand etablieren. Eine Handelsbrand. Also Sportfit soll eine große, ungeschützte Markenbekanntheit haben. Genau. Und wir möchten eben so wahrgenommen werden wie unsere Konkurrenten, die ja einen tollen Ruf haben, zu denen ich auch in bestimmten Dingen gerne aufschaue, weil das tolle Unternehmen sind. Sage ich auch mit dazu, aber diese Brand Awareness hier im E-Commerce-Bereich, das ist etwas, das wir gerne erreichen möchten und man muss allerdings auch dazu sagen, wir haben auch ganz bewusst hier nicht nur Outdoor gewählt, sondern wir wollten relativ breit im Sportartikelmarkt uns etablieren und deswegen ist die Brand Sportfits erstens international und zweitens breit. Und ich will jetzt hier auch nicht ausschließen, dass wir uns nur auf den Sportartikelmarkt konzentrieren wollen, denn die Software funktioniert mit jedem Produkt, in jeder Kategorie und in jedem Business. Und dementsprechend da gibt es bei uns schon Running Jokes, was hier quasi so das nächste Ding wird. Ob es hier die Babyfits oder die Workfits oder sonst was sind, sind natürlich alles nur jetzt Hirngespinste, aber denkbar ist das Ganze. Aber
eines, ein Schritt nach dem anderen. Wir möchten jetzt wirklich gerne einfach Sportfits als Premium-Sport-E-Commerce-Unternehmen hier etablieren, mit Mitteln, die einfach anders sind, als alle unsere Konkurrenten zur Verfügung haben. Ja. Sehr cool. Also auf jeden Fall ein extrem cooler Case, beeindruckender Case. Also herzlichen Glückwunsch mal zu dem, was das erreicht hat. Ich muss mal ein bisschen drüber nachsinieren nach dem Podcast, wie man daraus irgendwie Marke macht. Wie gesagt, mir ist es noch nicht als Marke aufgefallen, aber auch Bergfreunde und Werkzeug und Co. haben mal klein angefangen. Das kriegt man schon hin. Vielleicht doch ein Case für Pamela Reif. Schauen wir mal. Reden wir später nochmal drüber. Vielen Dank für deine Zeit. Wenn du uns zusammenbringst, auf alle Fälle gerne. Die will noch nicht mal Kassen zu dem Podcast. Ich glaube, das ist eine dann haben wir keine Chance. Schwierige Geburten. Jetzt muss ich nämlich an einen Stand hier, wo es darum geht, dass ich im Oktober, glaube ich, Bergfreunde oder Bergzeit live irgendwo interviewe. Das passt eigentlich ganz gut. Jetzt fühle ich mich hervorragend vorbereitet auf dieses Gespräch. Vielen Dank. Gerne. Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit dem Walterwerk, dem führenden Waffelbackmaschinenhersteller der Welt aus Kiel. Auch wieder eine Live-Aufnahme von dem Waterkant-Festival in Kiel. Das hat während der Kieler Woche stattgefunden. War sehr, sehr lustig. Ein sehr unterhaltsamer Podcast, glaube ich, ist das geworden. Und für diejenigen, die jetzt ein bisschen Sommerlaune bekommen haben und vielleicht auch im Sommer mal in der Ostsee sind, so Richtung Kiel-Eckernförde, sagt gerne Bescheid. Vielleicht klappt es ja mal auf einen Kaffee. Ich bin die meisten Wochen in den Sommermonaten hier. Kann man das so sagen? Die Wochen in den Sommermonaten? Ja, also die nächsten Wochen bin ich viel vor Ort. Falls es euch hier in diese Richtung verschlägt, sagt gerne Bescheid. Können wir vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen. Ansonsten kommen ja nicht so viele Leute Richtung Kiel, Eckernförde oder Gettorf gefahren. Bis nächste Woche mit dem Walterwerk.